Wenigstens kann man das Level immer auf 3 Tage beenden. Zumindest in der Advance-Kampagne kann man das immer machen. In der normalen brauche ich hier meistens 4. Also, Crystal Calamity. Wir kommen nun zum schwersten Level. Wir kennen sie ja bereits. Ich kann hier mal ein bisschen rumzeigen, was hier so die neuen Schwierigkeiten sind. Zum einen haben sie hier einen Tarnkappenbomber, was ich überhaupt nicht toll finde. Der hier war, glaube ich, in der normalen schon da. Sie haben insgesamt wesentlich mehr Einheiten. Hier stört mich bei der Grünen Armee gleich ein bisschen Otium. Außerdem haben sie hier noch 2 Neotanks. Hier haben sie noch einen Kreuzer, der mich ein bisschen belästigen wird. Sie haben insgesamt wesentlich mehr Einheiten. Ich tue mich wesentlich schwerer, alle Silos zu erreichen, bevor sie es tun. Das Übliche eben. Nur ist das hier eben der Unterschied. Dieses Level war in einer normalen Kampagne schon ziemlich schwer. Jetzt müssen wir das Ganze in Advance machen. In der Roten Armee, wen nehmen wir denn hier am besten? Es ist schwierig. Hier brauchen wir die größten Allrounder, wenn man es mal so nimmt. Prinzipiell sind die eigentlich auch nur dazu da, die Gegner ein bisschen aufzuhalten. Und eventuell den Finishing Blow zu erteilen. Wie machen wir das? Wer ist hierfür richtig gut? Moment. Prinzipiell könnte es ziemlich jeder hier machen. Glaube ich, dass hier Sonja und Kanbei ran. Ich muss zwar hier Sachen kaufen, aber dafür habe ich ja Sonja auch dabei. Kanbei, was kriegst du denn für Skills? Du kriegst Star Power. Der ist sowieso super. Was machen wir denn noch für Kanbei? Silo-Schutz bringt nichts. Cannon-Guard wäre eher interessant für die blaue Armee. Ich gebe ihm nochmal den Bruiser. Der ist einfach allgemein sehr brauchbar. Bei. Ich gebe ihm Sale Price für den Fall, dass ich doch mal was mit ihm kaufen muss. Und kosten seine Einheiten 115% vom Normalpreis. Sonja kann eigentlich das gleiche haben wie ihr Daddy. Bis auf Star Power, weil das hat sie noch nicht. Haufen Waldgebiet, also warum nicht? Zumindest da, wo sie ist. Dann war es das hier mal. Dann hier auf der blauen Seite habe ich eigentlich nur eine wirkliche Option, nämlich Colin und Sascha. Skills für Colin. Ach, der hat ja auch noch fast nichts. Geben wir ihm. Wobei, bei Colin macht Teamwork wenig Sinn. Ich spiele sowieso die ganze Zeit mit Colin, also kann er genauso gut weiter draufhauen. Aber Moment mal. Ups.
gleich. Ich wollte hier nochmal in die Skills gehen. Der hier passt ja noch nicht. Was geben wir ihm denn dafür? Jetzt schreibt mich wieder jemand in Skype an. Ich sollte Skype echt mal ausschalten, während ich aufnehme. Dann kriegen wir ihm noch ein bisschen mehr Base Repair. Das schadet nie. Sascha. Im Prinzip hat sie auch alles, was sie braucht. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz einen kleinen Aufnahmepause. Bin gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz Skype ausmachen. Aber Moment, das hier mache ich noch schnell. Das ist ja auch noch Base Repair plus 2, ist mir jetzt auch egal. So, ich mache mal ganz kurz Aufnahmepause. Ich mache Skype aus. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Okay. Skype habe ich mich mal auf beschäftigt gesetzt. So, die grüne Armee. Ja. Nur mal kurz spicken. Das ist die Armee, die einen Flughafen hat. Die haben ja hier einen Hafen. Da unten ist er. Weil hier, die haben auch einen Flughafen. Aber die haben zwei Flughäfen hier. Okay. Sich fast Igel an, aber ich muss hier sehr schnell runter. Das ist mein Problem. Man kann das Ganze mit Rachel und Nell spielen, aber Rachel bringt ja fast nichts, da die meisten Raketen in die Mitte gehen und in der Mitte werden die Einheiten sowieso die ganze Zeit repariert. Daher, gut, spielen wir doch einfach mal Sammy Eagle hier wieder. Allerdings vertauschen wir die beiden mal. Dann, Sammy hat ihre Star Power bekommen, das ist jetzt zumindest schon mal sehr gut. Dann, was können wir ihr denn noch geben? Sale Price, ja, das ist immer gut. Eagle. Du kannst auch den Sale Price haben. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das jetzt funktioniert. Kann sein, dass ich die Position mehrere Male angehen muss. Einfach weil sie es hin und wieder einfach mal schaffen, ihre Einheiten so dämlich zu bewegen, dass sie an die Raketen rankommen. Das passiert einfach manchmal. Kann man manchmal echt nicht ändern. So. Zwei Infanterieeinheiten brauchten hier am Anfang immer. So, Colin. Erstmal hier oben besetzen. Diesmal haben wir hier einen Medium Tank. Das ist schon mal. Ups, Moment. Warten. Der kommt genau bis. Die Stadt, das passt. Erst auch mal Ende. So. Hier habe ich immer diese knifflige Situation. Soll ich diese Basis am Anfang besetzen oder nicht? Weil eigentlich muss ich so schnell wie möglich darunter. Ups, nein, das machst du mal nicht. Thank you.
Boss-Part kommt da Ende. Den ganzen Anfang hier lasse ich Sami machen. Da gibt es eh noch sehr viel Infanteriekrieg. Was der Köner da geschluckt. Jetzt folgendes, ich blockiere hier mal. Ach, wow. Aufpassen. Ich blockiere jetzt hier trotzdem mal den Eingang hier, damit er hier nicht so schnell rauskommt. Mit Kanbei kann man das nämlich machen. Hätten müssen jetzt so schnell wie möglich dahinter. So. Dann schießen wir mal den hier ab. Need more infantry. So. Frage ist, machen wir jetzt erstmal das Ozium kaputt, weil das würde sich gerade ein bisschen anbieten. Moment. Die Kanone muss ich im Auge behalten. Ich gebe ihm zwar damit einen Schuss auf meine Flak-Einheit frei, aber was soll's. Wobei, eigentlich kann ich ja auch. Na gut, dann locke ich den Neo-Tank an und das ist auch nichts in der Übung. Allzu viel Zeit zum Überlegen habe ich ja auch nicht immer. Ich muss irgendwann Raketen starten, bevor das Ding da oben anfängt zu schießen. Okay. Thank you.
So, erste Rakete ist abgefeuert. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit für die zweite. Mehr Infanterie. Wer weiß, ob ich vielleicht nochmal ein Meat Shield brauchen kann. Ja, das hat er ja jetzt sehr geschickt eingefädelt. Zweite Rakete ab. Mehr Infanterieeinheiten. Dann haben wir erstmal einen Bomber weniger. Schaffen da was ranzubringen. Das ist mein Problem jetzt. Das ist zumindest schon mal das Beste, was jetzt hier passiert ist in dieser Runde. Aber er hat mir den Neotank gewonnen. Das gefällt mir gar nicht.